Oh je, die neue Mikrowelle. Hast du schon die Schutzfolie abgenommen? Super. Auch von drinnen? Was ist das denn? Ist das auch Verpackungsschutz? Soll ich abnehmen oder drin lassen? Das weiß ich nicht. Lass uns herausfinden, was das für ein Teil. Ob es ein Bestandteil ist oder Verpackungsschutz. Und ja, die Mikrowelle ist nicht neu. Dein Techniker, alles klar, reparieren wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video spreche ich über ein sehr wichtiges Teil in der Mikrowelle, das oft übersehen oder sogar fälschlicherweise entfernt wird, wenn man eine neue Mikrowelle kauft. Dieses Teil heißt Glimmerscheibe. Der hier ist. Ja, Mikrowelle gehören heute fast in jeden Haushalt, da sie uns Zeit und Mühe sparen, wenn wir unser Essen schnell aufwärmen möchten. Aber es gibt einige Kleinigkeiten, die viele von uns übersehen, und dazu gehört auch dieser kleine, aber wichtige Teil. Was ist also die Glimmerscheibe? Dieser kleine Flächerteil aus Glimmer befindet sich normalerweise an der Innenwand der Mikrowelle, entweder rechts oder links. Viele Leute denken, dass es nur ein Schutz während des Transports ist. Aber in Wirklichkeit spielt es eine entscheidende Rolle für die Funktion der Mikrowelle. Ihre Hauptfunktion ist es, den Magnetron, das Bauteil, das die elektromagnetischen Wellen erzeugt, die das Essen erwärmen, zu schützen. Ohne diese Scheibe könnten Essenreste oder Fett in den Magnetron gelangen, was zu dessen Beschädigung oder sogar zu Funkenbildung während des Betriebs führen konnte. Deshalb, wenn du eine neue Mikrowelle kaufst, entferne diese Teil auf keinen Fall. Es ist kein Verpackungsschutz, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Geräts. Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den ich hinweisen möchte: Wenn die Glimmerscheibe beschädigt oder durchlöchert ist oder stark verschmutzt, sollte sie sofort ausgetauscht werden. Viele Menschen bemerken das nicht, aber wenn dieses Teil beschädigt ist, kann es die Effizienz der Mikrowelle beeinträchtigen und ernsthafte Probleme wie Funkenbildung verursachen. Was ist also die Lösung? Überprüfe diese Teil von Zeit zu Zeit, und wenn es beschädigt oder stark verschmutzt ist, kannst du es leicht ersetzen. Du kannst es online finden, zum Beispiel auf Amazon oder auf Webseiten, die Ersatzteile für Haushaltsgeräte verkaufen. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Glimmerscheibe kein zusätzlicher Teil ist, sondern ein sehr wichtiges Element, um dein Gerät zu schützen und davor zu sorgen, dass es sicher und effizient funktioniert. Ja, das war. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder du etwas Neues gelernt hast, vergiss bitte nicht, den Like-Button zu drücken und meinen Kanal zu abonnieren, um weitere nützliche Videos zu sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein Techniker. Dein Techniker, alles klar. Reparieren, wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin mit Technik. Know-how und Sinn. Techniker, alles klar, reparieren, wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin mit Technik, Know-how und Sinn.